Es ist halt alles ein Experiment und deswegen sage ich hiermit herzlich willkommen zur mittlerweile 45. Kluftpuppe. Und zwar... Ja, und zwar... Unglaublich. Jetzt kommt's, es ist der zweite Versuch einer... wir hatten mal eine Skype-Kluftpuppe, glaube ich, gemacht, ne? Und das ging ja derart in die Hose, dass man es gar nicht glauben kann. Wir haben gelernt und machen das Ganze jetzt ein bisschen anders, sind aber trotzdem an völlig verschiedenen Orten. Also, Alex und ich sind in Münster, Guido ist in Büren und die anderen beiden Kapoiken sind in Köln. Und das ist trotzdem möglich. Ich hänge gerade kopfüber aus dem Haus raus und habe Glockendeckler drin. Ja, schön. Wo ist denn genau jeder? Ich sitze tatsächlich doch wieder in unserem Studio, ganz alleine, im Heavy Kranich und keiner ist da. Ach, du hast nicht kapiert, dass ich es diesmal anders machen, ne? Dass ich trotzdem einfach da. Ja, ich warte und warte und warte. Und jetzt hängen wir hier nur am Telefon und gucken, was passiert. Ja, Fenster, Lockenwickler, wie ich schon gesagt habe. Ja, ich bin zu Hause natürlich. Oh, ja, aber Jan-Dirk, fühl das doch noch mal ein bisschen aus. Wie muss ich mir das vorstellen, wo du gerade abhängst? Ja, die Situation muss ich mir vorstellen. Ich sitze in unserem sozusagen im Gästezimmer, weil nämlich da der Router ist. Ja. Und es soll ja hier alles, nichts soll ja haken möglichst. Und neben mir liegt der Hund und pennt. Und der hat sich gerade nur erschrocken, weil wenn wir nämlich starten mit dieser Club, wo wir machen ja eine Audioaufnahme, jeder selber, dann klatschen wir einmal alle in die Hand, damit man so ein sichtbares Signal hat, wo man denn zusammenschneiden muss. Und da ist dem Hund hier fast alles aus dem Gesicht gefallen, als ich plötzlich aus der Ruhe hier geklatscht habe. Ansonsten alles beim Alten. Ich sitze am Küchentisch. Und habe die Tür zur Abstellkammer ein bisschen auf, weil ich habe eben meinen Rucksack, der komplett verdreckt war, einfach in eine Waschmaschine gesteckt und weiß nicht, ob Rucksack und Waschmaschine das überleben. Weil der hat eben schon ganz komische Geräusche gemacht. Wie sicher bist du denn, dass der Rucksack leer ist? So ein Mähen und Spähen. Ich hatte noch Pfandflaschen drin, da dachte, dann sind die gut ausgespült. Ja, genau. Das ist doch gut. Das ist nett von dir. Ja. Hattest du nicht auch mal so einen Rucksack früher, wenn wir unterwegs waren, so einen Rucksack, wo wirklich die unterste Schicht schon Jahre alt war? Ja, ja, das war nämlich meiner volle Schule früher. Da hatte ich auch immer so Butterbrote mitgekriegt, die richtig fies waren. Und eigentlich, sowas haben wir ja aufessen, man darf ja kein Essen verschimmeln lassen, das ist ja scheiße. Nur manchmal habe ich es dann einfach nicht mehr gerafft und habe dann später mal unten durchgewühlt und dann waren da so Schimmel. Keile drin, die mal Brot waren. Ach. Und damit sind wir dann, wir sind früher mit dem Auto rumgefahren, haben Leute damit beschmissen, das weiß ich noch. Oh. Und das Ding, also ganz unten auf dem Rucksack, das war ein recht großer Rucksack, da war immer so eine Schicht alte Batterien, Schimmelkeile. Dann, ich hatte auch früher in der Schule nie Hefte, wo man Sachen reinschreibt. Ich habe einfach vom Nachbarn immer einen Zettel genommen, was draufgekrickelt und da unten reingestopft. Und das war dann irgendwann auch schon wieder Erde unten, weil es schon so lange da unten drin war. Batterien, Humus. Ja, aber ich hätte noch zwei Fragen zu der Sache. Erstens, was war das früher und damals? Also das ist ja heute noch genauso, oder nicht? Ja, aber früher musste ich noch zur Schule. Heute kann ich abhängen. Das Heftigste auf jeden Fall war mal, dass ich, als ich in der WG gewohnt habe, da in Münster, da hatte ich nämlich irgendwann einen Rucksack wiedergefunden bei meinen Eltern. Der war irgendwie außer, jetzt mal ehrlich, ich glaube außer 5. oder 6. Klasse, das weiß ich noch. Und den habe ich dann mitgenommen nach Münster. Und dann war ich dann halt da nun mal 25 oder 26 und habe den durchgeguckt und da war auch noch alles Brot drin. Oh mein Gott. Und wundert euch nicht, das hat nicht mehr geschmeckt. Oh Mann, ey. Oh, ich erinnere mich auch noch an manchen Backstage-Raum, wo wir vor dem Konzert rumgehangen haben und Guido wirklich aus seinem Rucksack noch irgendeine alte Matte, einen alten Mathe-Test oder sowas rausgefischt hat. Total zerknüttelt, wo dann irgendwie meistens drauf stand, bodenlos oder sowas ähnliches. Das war echt auch heftig. Ja. Bodenlos war die Biologiearbeit. Ah, okay. Ja, okay. Sehr schön. Ja. Ah, okay, also wir hängen hier an 5 verschiedenen Orten, aber uns geht's all gut. Ich habe mir Wasser aus der Kiste vorne vom Klo geholt. Ansonsten ist es rattenkalt hier im Proberaum. Ja, dann mach doch die Heizung an. Nee, das ist zu kompliziert. Ich hab Jacken an und uns geht. Die Kiste über dem Klo, hab ich ein bisschen Wasser rausgeholt. Wo Wasser drin ist, wo man dann so auf Leiter auf den Knopf drücken muss? Ja genau, wo denn sonst? Also zum Abschluss der Vorstellungsrunde, ich sitze bei mir zu Hause im Wohnzimmer,
am Tisch hinter mir scheint hier in Köln die Sonne, das ist hervorragend. Und es kann hier und da mal vielleicht zu akustischen Störsignalen kommen, weil unser Untermieter sozusagen hier, der fängt gerade just in diesem Moment mit seiner Saxophonprobe an. Ich hasse Saxophon an dieser Stelle. Ich mag Saxophon gar nicht und der spielt jetzt seit einem halben Jahr Saxophon. Versucht auf jeden Fall. Du, ohne Pause? Ohne Pause. Der hat gesagt, der findet das so, der findet so toll, sowas, wo man richtig reinblasen kann. Ich gesagt, ja. Nochmal wegen reinblasen. Ich finde das manchmal geil, wenn man seinen ganzen Atem in eine Matratze reinbläst. Weißt du, so, dass so die Hitze rausgeht und einfach in der Matratze verschwindet. Das ist so seine, das ist meine eigene Sache und ich verschwende meinen Atem. Was? Aber kennt ihr das? Ich kann mir das gut vorstellen. Man muss ja wirklich mit dem Mund auf der Matratze liegen. Man sieht auch nichts, weil die ist ja auch, ist ja alles in Augennähe. Und dann pustet man diese Matratze und dann musst du probieren, dass bis zur Stirn oben alles warm wird, dass die Matratze so ausfüllen kannst. kommt denn dann auch wieder der schwarze Vorhang so langsam runter vor den Augen? Ja, wenn du richtig Gas gibst, ja, aber du musst ja immer denken, ist meine Sache. das ist jetzt meine Sache. Ja. Sag mal, wo ihr gerade bei dem Thema seid, hat sich eigentlich irgendwer auf diesen Hamster-Fußschweiß-Song gemeldet? Haben wir nicht danach gefragt? Hat wahrscheinlich keiner gefunden. Ja. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte ja in der letzten Clubgruppe erzählt, dass wir jetzt erstmal einen Urlaub eigentlich einschieben und weil wir gedacht haben, ach komm, es macht gerade so einen Bock mit der Clubgruppe, nehmen wir jetzt am Mittwoch, den 25. Oktober sind wir gerade, nehmen wir gerade schon die nächste Folge auf. Also das heißt, die Leute hatten noch gar nicht so richtig Chance, die vorherige Folge zu hören und die zu verarbeiten. Und schon gibt's wieder eine in die Fresse, finde ich super. Genau. Haben wir nicht aber trotzdem etwas bekommen schon von der letzten Puppe? Oha, ja, da sagst du auch was. Und zwar schlechte Laune. ja, genau. warte, ich gebe ein Salzteig. Langweilig. Und zwar hat sich auch tatsächlich jemand gemeldet und hat ein... Warum finde ich das denn jetzt nicht mehr hier in meinem Postfach? Das wollte ich auch vorlesen. In der Zwischenzeit fresse ich meiner Tochter ihr Kinderfraß weg. Das liegt hier auf dem Tisch und lacht mich an. Lag das auch schon eine gewisse Zeit zum Reifen im Rucksack vielleicht? Sag mal, habe ich das denn gelöscht mit dem Klingelschild? Das gibt's doch gar nicht. Türschild ist es vielleicht. Warte mal. Na klar. Und zwar hat sich tatsächlich nach der letzten Folge direkt Eileen Koblitz bei uns gemeldet, die gehört hat, dass wir aufgerufen haben, wir wollten gerne möglichst geschmacklose, oder vielleicht auch ganz egal, hübsch, hässlich, was auch immer, Türschilder aus Salzteig haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ach, wegen des Schrebergartens bei dir, Eike, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und Eileen Koblitz hat sofort sich an die Arbeit begeben und eine Mail geschrieben, hallo allerseits, das Türschild ist nun trocken. Ich würde euch das, gerade weil es so hässlich ist und deswegen schade wäre, wenn es nur für mich alleine da ist, würde ich euch das gerne zuschicken. An welche Adresse? Genau, dann hat sie geschrieben, ganz nett, und hat dann noch auf meine, ich habe ihr geantwortet, hat mich sehr gefreut, habe gefragt, ob sie schon mal ein Bild schicken kann und hat ein Foto geschickt. Und es ist wirklich, was ist es denn? Ich habe es euch weitergeleitet. Hübsch, hübsch hässlich, mit einer Prickelsonne oben, ein Prickelvogel. Oh, super. Ja. Prickel. Also, eigentlich hat sie es genauso getroffen, wie man sich's vorstellt, oder? Genauso muss doch so ein Salzteigschild sein. Definitiv. Absolut. Es steht groß in Salzteigwürsten, steht Heavy Kran nicht drauf, klein reingeprickelt, auch noch ein Herz und ein Donuts und auch noch ein kleiner Vogel. So, und jetzt mal im Ernst, wie geil wäre der Bandname Prickelvogel und das Album Salzteigwürste? Ist gar nicht schlecht. Ja, oder? Ja, ja, wir sind Prickelvogel aus Leipzig. 1, 2, 3, 4. Super. Super. Also, aber genauso hatten wir uns das vorgestellt. Ja, also wir wollen die ganze Geschichte ja nicht alleine machen. Das geht ja nur, wenn wir hier auch zum Beispiel Salzteigschilder von euch zugeschickt kriegen. Also die ganze Kluftpuppe, die muss so ein Geben und Nehmen sein. Ja, finde ich auch. Von wegen Nehmen. Ich habe jetzt das Essen von meiner Tochter geöffnet. Und was ist das denn für ein Essen? Kriegt immer nur Abgelaufenes von Sonnenwassermann. Nee. Boah.
Fruchtmus zu quetschen. Lecker, steht drauf. Und da ziehst du die jetzt rein? Die Dinger sehe ich immer bei DM stehen. Die sehen so ein bisschen aus wie Capri-Sonne oder irgendwie sowas, ne? Ja, und genau. Und das schmeckt ein bisschen so, als wenn man vorne an so einem Kuli lutscht. Ich glaube, das ist die Baby-Mafia steckt dahinter. Die haben wiederum die ganze Apfelmus-Industrie, die so vor sich hin siechte, weil Apfelmus nur bei Oma auf den Tisch kommt, ja, haben die übernommen, haben gesagt, wir schreiben umweltfreundlich drauf und Bio und nehmen aber umweltfeindliche Verpackungen, packen immer nur einen Löffel Apfelmus in eine Packung, stellen das bei DM schön designt ins Regal und nehmen für den Scheiß einen Löffel Apfelmus, nehmen wir 1 Euro, sagen wir mal. Und die Leute drehen durch und kaufen, weil sie denken, ach, wie praktisch und wie gesund. Ja, aber steht 100% Frucht drauf. Und Oma hat keinen Apfelmus mehr. Steht jetzt 100% Frucht oder 100% Furcht? Ey, gibt's einen heißen Scheiß? Heißen Scheiß. Also ich habe mich jetzt, wo du das mit dem Scheiß sagst, ich habe mich jetzt, wo draußen ja alles voller Blätter liegt und die ganzen Kinder alle so fröhlich da durchschlendern und so, habe ich mich wieder gefragt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Tuffpuppe, gibt es wohl einen Menschen, das hatten wir auf jeden Fall schon, der noch nie in Hundescheiße getreten ist? Ja, das hatten wir schon. Ich habe mich jetzt wieder gefragt, weil das ist jetzt die Hundescheiße-Zeit jetzt gerade wieder. Man denkt so, man hat so einen romantischen Laubspaziergang und ratzfatz hast du die Kacke am Schuh. Und die stinkt jetzt so saumäßig heftig. So, jetzt lasse ich mal die Hose runter. Mir ist im Rucksack nichts ausgelaufen. Ich wohne am See, hier kacken Hunde alles voll. Ich habe gestern meinen Rucksack abgesetzt, in Hundescheiße rein und wieder aufgesetzt. In der Waschmaschine nicht die Jacke und der Rucksack. Ah, so ist es. Ach, guck mal. Das war dir zu unangenehm, deswegen wolltest du es erst nicht sagen. Ist ja ein Ding. Nein. Mir ist eben nur nicht eingefallen, wie ausgelaufen, wie man das so. Also das ist mir eingefallen, aber absetzen, aufsetzen nicht. Und im Endeffekt ist einfach nur so, dass meine Alte nicht wissen darf, was passiert ist. Mir wird das hier wieder zu kackelastig. Ja, das stimmt. Stimmt, ne? Ja, aber ich meine, es ist ja, wir sind ja selber schuld, wenn es um den heißen Scheiß geht. Darf ich denn, ich habe mich das jetzt gerade nochmal gefragt mit der Matratze, ist das denn eine Luftmatratze oder eine echte normale Matratze? Federkern überträgt am besten. lass mal wirklich, auch die Leute müssen das so machen. Wer schafft es, so hart in die Matratze reinzuhauchen, bis an der Stirn wirklich warm wird? Also von außen, nicht von innen. Gehört ihr denn zu den Leuten, die, wo wir gerade bei reinpusten und sowas, gehört ihr zu den Leuten, die in Löffelbiskuit reinpusten, bevor man die isst? Ja, auf jeden Fall. Ja, also widerlich. Ich find das, glaube ich, geiler, wenn die so knackig sind. Boah, das ist echt, finde ich ein sehr gutes Thema. Bei uns hießen die vorhin, gibt es ja als Löffelbiskuit, gibt es aber auch in so, also Eierplätzchen sozusagen, so flache, runde Kekse. Wahrscheinlich ist das Schlimmste drin, was man sich vorstellen kann, wegen gehäckselten Küken und sowas Schlimmes. Aber die hießen bei uns mal Opa-Kekse, früher, weil mein Opa die mal gegessen hat. Und da habe ich mir mal einen von den runden Dingern, war ja noch kleiner, hatte dementsprechend auch einen kleineren Mund, deswegen hat dann das runde Teil wirklich schon für ordentlich Spannung vorne zwischen den Lippen gesorgt. Das habe ich mir zwischengeklemmt und so lange gepustet, bis das so in sich selbst zusammengefallen ist. Von daher totaler Reinpuster. Ja, würde das denn auch noch jetzt funktionieren mit deiner Klammer, die du im Mund hast? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, so ein, wie nennt sich das denn, so ein Hefezopf, diese leckeren, süßen, weichen Dinger, sowas zu essen, weil ich dachte, da muss ich nicht so viel beißen. Das Endergebnis war aber, dass die Teigmasse, die da ja sehr feucht und sehr dicht ist, sehr dichter Teig, das hat dann alles, die ganze Zahnklammer ausgekleidet, wie so eine Mauer, also wie eine Mörtelschicht, weil dann waren alle meine Zähne weg hinter Hefezopfteig. Das war super. Ganz, ganz schwierig, wir wegzukriegen. Also vielleicht könnte man jetzt alles zusammennehmen und du hättest diese Teigmasse einfach durch einen Betthauch aufs Bett schießen können und dadurch ein Salzteig-Klingelschild gebastelt. Boah. Obwohl ich muss noch mal kurz reingrätschen. Orschel, mach das mit der Matratze besser nicht. Weil ich habe Angst, dass du mit deiner euren Klammer in der Matratze hängen bleibst, dein Elend verwechselt. Ja. Ich habe ja schon beim Proben die ganze Zeit Angst, dass ich über die Klammer am Mikro einen Stromschlag kriege
und deswegen krepiere beim Proben hier. Geht schlecht. Auch witzig wäre, wenn du mit der Klammer einfach in dem Mikrokorb hängen bleibst. Live am besten. Ja. Beides mit YouTube aufgenommen würde viral gehen. Ich bin sehr dafür. Ja. Das ist sehr gut, um die neue Platte zu promoten. Ich habe überlegt in der Zwischenzeit, was wir eigentlich noch alles so Schönes mal, wenn man wirklich jetzt sowas versuchen möchte, wie Rubriken in die Kluftpuppe reinzunehmen, was wir machen könnten. Und was ich immer doch irgendwie ganz geil fand, war natürlich auch nur, weil es wahrscheinlich die eigenen Synapsen kitzelt, dass man sich nochmal so zurückerinnert und so wir als fünf, die jetzt zusammen erlebt haben, das nochmal so durcherleben können. Ich fand es mal ganz geil, wenn man über alte Konzerte geredet hat. Und ja. Damit wir nicht bei denselben Konzerten auskommen, die wir schon besprochen haben, dachte ich, dass wir eine Grenze ziehen bei 2008, bei der Koma Chameleon Tour, dass wir da erst anfangen, also dass wir nicht noch weiter in die Vergangenheit gehen, sondern von 2008 bis quasi heutzutage als Auswahlraum haben, wo wir zufällig irgendwo landen. Wärt ihr bereit dazu? Ja, unbedingt. Jetzt heute auch schon. Heute schon damit starten? Na klar. Ach, krass. Na klar. Und zwar hat ja Eike, ganz vorbildlicherweise, deshalb wussten wir auch, dass es das ungefähr 1000. Konzert ist, übrigens da in Münster letztes Mal, hat Eike eine Liste geführt mit allen Konzerten, die können wir irgendwann mal veröffentlichen. Dann könnte er sagen, da war ich schon. Da zum Glück nicht. Und die werde ich jetzt mal öffnen und einfach wie wild rauf und runter. Ach, warum hört die jetzt bei mir? Ich habe die falsche auf, die hört 2012 auf. Muss ich nochmal eine andere öffnen? Ganz kurze Sache. Der Scheiße-Rucksack ist gerade im Schleudergang. Hört ihr das? Stört das? Nee. Ich das? Ich würd denken, es ist für alle besser, dass das so ist. Ja. Ich schummel jetzt mal ein bisschen bei der Konzerteauswahl. Und zwar am 23.05.2015 in Tokio das erste Konzert zur Karacho, quasi Weltpremiere der Karacho-Platte. Und zwar dann in dem Fall natürlich auf Englisch. Ja, das war wirklich, das hat uns in mehrererlei Hinsicht das Hirn gebrochen, weil wir sind also nach Japan rübergeflogen und haben quasi kurz nach Ankunft schon ziemlich bald dieses erste Konzert gespielt, sodass man also auch noch gar nicht so richtig in der Zeitzone drin war. Wir haben natürlich eigentlich für Rock am Ring und Rock im Park die Karacho damals geprobt auf Deutsch, haben also noch in Englisch mit den englischen Texten eingeschoben, haben die Songs ja sowieso noch niemals vorher live gespielt. Wir haben also eine Live-Premiere, Weltpremiere der Songs nicht in Deutschland, sondern in Tokio gehabt auf Englisch. Und das war wirklich eine Herausforderung, wenn dir dann auch noch Kirin-Bier zwischendurch dazwischen kommt. Ja, und man verspricht nicht zu viel, wenn das eines der miesesten Konzerte von uns jemals war. Wir haben also der Veranstalter in Japan, der auch die Platte rausgebracht hat, dann, der hatte darum gebeten, ob wir nicht vielleicht quasi unsere eigene Supportband sein könnten. Die, glaube ich, vorweg, hat er gefragt, ob wir ein Coverset spielen oder sowas, ne? Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, das kriegen wir irgendwie zeitlich nicht mehr vorbereitet. Wir machen einfach die längste Do Not Show draus, die überhaupt jemals in Japan stattgefunden hat. Wir haben dann wirklich echt eine ellenlange Setlist, die auch echt, fand ich, ganz gut gemischt war, hatte aber den Nachteil, dass wir nicht nur die Karacho-Stücke noch nicht vernünftig spielen konnten, sondern eben auch so viel anderen Kram gespielt haben, wo wir nicht richtig Zeit hatten, den zu proben, dass alles so bei 70% ausgekommen ist. Und das war wirklich ein Geholze. Dazu dann noch eben diesen Jetlag. Also ich habe nicht einmal was von 70% gemerkt, wo ich sage. Mein lieber Scholli, haben wir uns eins zusammengehagelt, ey. Also eigentlich hätten wir uns danach direkt auf der Stelle erschießen müssen, wirklich. Aber es war insofern echt geil, muss ich sagen, weil der hat bewusst einen kleinen Club genommen, so einen 300er Club, weil er gesagt hat, ey, wenn ihr wiederkommt und ich glaube, wie lange waren wir vorher dann nicht da? Bestimmt 3-4 Jahre? Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal vorher Japan war. Dann machen wir das so als besonderes Release-Konzert und so.
Und das war schon irre, was da dann auch los war, wie die Leute durchgedreht sind. Und unser heimlicher oder unheimlicher Hit in Japan, warum das überhaupt damals alles in Gang gekommen war, ist ja tatsächlich Second Smile abgefahrenerweise. Ja, und als wir den dann gespielt haben, dann haben sie sich so auf die Mütze gehauen. Also das ist einfach, das gibt es gar nicht. Also das ist wirklich so unwirklich, wirklich unwirklich. Ich fand es auch abgefahren, dass die halt alle in so Do Not Shirts von all den Touren von den ganzen Jahren irgendwie da hingekommen sind. Auch die Shirts, die ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, die wir auch nur in Japan hatten und so. Das fand ich auch echt abgefahren, das zu sehen. Ja, Second Smile gibt es wirklich da in der Tat in diversen Karaoke-Maschinen fest installiert, gehört da zum festen Repertoire. Und ein japanischer Baseballer hat damals den Song immer, so ein Star-Baseballer, immer wenn der eingelaufen ist ins Stadion, war das seine Hymne zum Reinkommen irgendwie, was völlig weird ist. Ja, Wahnsinn. Ich kann mal noch so ein bisschen Background-Informationen geben, was nämlich damals auch fast passiert wäre, bei diesem Konzert eben, bei diesem Premierenkonzert von der Karacho in Tokio. War es nämlich tatsächlich so, dass ich mit Ben, also mit Casper, über Twitter hin und her geschrieben habe, ob er nicht Bock hätte, damals, er war gerade in den Vorbereitungen für seine Festivals, ob er nicht Bock hätte, mit uns mitzukommen und quasi auch die Premiere der Festivals oder das Warm-up der Festivals in Tokio zu machen mit uns. Und er hatte mega Bock, und weil er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt relativ kurz vorher selber so urlaubsmäßig in Japan gewesen und hatte mega Bock, und wir waren am Plan mit seiner Agentur und seinem Management und. Das wäre natürlich der Oberkracher gewesen, wenn man in Tokio in einem 300er Laden Casper Do Nots Konzert gehabt hätte. Boah, wäre das fett gewesen, super. Endeffekt leider nicht geklappt, weil es einfach zeitlich zu eng an seinen Konzerten dran war. Aber es war eigentlich schon alles in trockenen Tüchern, und das wäre so geil gewesen. Ich hätte mich jetzt nochmal rückwirkend über die Nachricht gefreut, wenn das dann veröffentlicht worden wäre. Benjamin, wenn du das jetzt hier gerade hören solltest, ne, lass uns das echt nochmal machen irgendwie. Wirklich, ich fände das super. An der Stelle übrigens ist gerade jetzt hier ein Dirk aus dem Podcast rausgeflogen. Ich rufe den mal wieder an. Moment. Dann übernehme ich mal in der Zeit, während du ihn anrufst, und sag mal ganz kurz, dass ich die neue Casper richtig, richtig super finde. Ich bin neulich, genau wie Alke auch, bei einem von diesen Catch-Casper-Konzerten gewesen in der Kulturkirche in Köln. Da sind wir schönerweise vom Ben eingeladen worden, und das war ganz schön cool. Das war richtig, richtig super. Das war echt ein Mega-Konzert, muss ich auch sagen. Das war so fett in dieser Special Location und so. Die Leute sind auch so hart durchgedreht. War ich auch mega Fan. Aber war echt beeindruckend. Jo, das stelle ich mir geil vor. War das denn irgendwie mit voll aufgefahren oder total reduziert? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich wollte auch saugern hin, aber hab's leider nicht gepackt. Naja, ich sag mal so, also Pyros und Flammenbände kannst du in der Kirche halt nur so semi gut bringen. Also das war schon eine Full-Band-Show, und die haben auch richtig Gas gegeben, aber es war dann halt, die haben, glaube ich, das komplette Album gespielt plus zwei Zugaben oder sowas, und das waren dann halt alte Songs oder so. Aber es war schon echt ziemlich beeindruckend. Sound war für eine Kirche wieder erwarten sehr, sehr gut. Licht war gut, und also der Ben, der macht das schon echt fucking richtig so. Der hat den richtigen Gestus auf der Bühne, der ist gleichermaßen sympathisch wie Assi, und ich bin echt richtig, richtig großer Fan, muss ich wirklich sagen. Ja, vor allen Dingen ist er, ich glaube, der ist so einer der wenigen, der so was wandelndes Musiklexikon angeht, so genauso irre ist wie du. Ja, also echt so in der Musikgeschichte und Hardcore, Punkrock, was auch immer, er natürlich dann auch im Hip-Hop-Rap, einfach alles gefressen hat. Naja, es ist lustig. Bin ich noch kurz bei ihm gewesen und wollte eigentlich nur kurz Danke sagen, und daraus ist dann auch wieder eine Dreiviertelstunde Quatscherei geworden über unsere neuen Lieblingsplatten und so weiter und so fort, über Aufnahmen und so. Das geht ultra, ultra schnell. Also, und sag mal ganz kurz andere Frage. Also er hat aber dann in der Kulturkirche das ganze Album
quasi so von vorne bis hinten gespielt, oder was? Nee, nicht in Reihenfolge. Das war schon durchgemischt. Also es hat so einen anderen Spannungsbogen und so weiter und so fort. Okay. Aber ich glaube, mit Alles ist erleuchtet, mit diesem zweiten Song von der Platte hat er angefangen. Und ja. Lang lebe der Tod, der Titeltrack, der ja der erste ist, der war, ich glaube, der letzte, bevor die Zugabe angefangen hat oder so. Also es war bunt durchgemischt und so, aber jeder Song war dann dabei. Weil ich frage deswegen, weil ich mich jetzt gerade auch kürzlich bei Ketka gesehen habe, dass sie jetzt nämlich zur neuen Platte, die übrigens auch wiederum sehr, sehr gut geworden ist, dass die wirklich jetzt einige Konzerte machen, wo die das ganze Album am Stück spielen, wie wir es ja mit der Carajo beim Jack auch mal gemacht haben. Und ich gedacht habe, ich hätte da auch echt mega Bock drauf, das mit der Lauter als Bomben mal zu machen. Das können wir uns mal im Hinterkopf irgendwo aufbewahren, ob das eine gute Idee ist. Und von mir aus, liebe Zuhörer, könnt ihr auch mal sagen, ob ihr das glaubt, dass es eine gute Idee ist, ob ihr Bock drauf hättet. Also ausprobieren würde ich das auch gerne mal. Aber es müsste schon ein besonderer Rahmen sein, weil so bei so normalen Konzerten, das haben wir bei der Koma Chameleon damals auch gemerkt, das ist halt irgendwie mal cool, das mal zu machen. Wobei bei der war es auch wirklich schwierig, das zu machen. Aber für so ein Special mal wirklich komplett so, wie sie auf der Platte ist, hey, auch Bock zu. Wo kamen wir denn jetzt themenmäßig eigentlich nochmal her? Ah, ja. Von dem Carajo Premierenkonzert in Tokio. Genau. Ja, genau. Und da wollte ich mich auch noch zu sagen, für jetzt abseits des Konzertes an sich, war es ja so, dass wir wirklich ganz toller, netter Weise natürlich dahin eingeladen worden sind. Also Flüge bezahlt, Hotel bezahlt, hernander. Wir haben aber dann schon, bevor wir losgeflogen sind, haben wir natürlich geguckt, in welchem Hotel sind wir eigentlich untergebracht und so, und haben gemerkt, scheiße, das Hotel, in dem wir da untergebracht sind, also wir sind da ja nicht wählerisch, aber das war halt richtig so, wir wussten, wir kommen an, können quasi kurz ausruhen, Jetlag irgendwohin auskurieren und dann das Konzert. Und wir haben mal gesehen, das Hotel hat einen Stern Durchschnittsbewertung im Internet, weil man wird dann angeblich drin beklaut, es gibt Ungeziefer und Nagetiere, es wird stundenweise als Puff vermietet, man kann dann aber auch nicht pennen, weil die Wände quasi nur aus Pappe sind und man ständig das Gebumse von dem man hört. Ich habe 11 Jahre in der WG gewohnt. All das. Und es war also so, dass wir gedacht haben, also wirklich im Grunde kein Problem damit, aber wenn wir jetzt dieses Konzert spielen wollen, ist das denn so eine gute Idee, dann irgendwo zu landen, wo man gleichzeitig seinen Koffer festhalten muss, von der Ratte angeknabbert wird und von Bumsgeräuschen umgeben ist. Das Kino, deine WG halt, ne? Ja, naja, nur dass ich geklaut, geknabbert und gebumst habe und nicht die anderen. Oh nein. Und haben dann wiederum mit einer guten Bekannten in Japan, die das auch mitgekriegt. Wir haben sie dann gefragt, was sollen wir machen? Wir haben da so ein bisschen Sorge. Sie hat sich das dann auch im Internet angeguckt, also selber Japanerin, und hat gesagt, um Himmels Willen, da könnt ihr bitte nicht schlafen, das geht nicht. Ich buche euch was anderes und ihr dürft dem Typen, der euch da rüberholt und euch das spendiert hat, ihr dürft ihm das aber nicht verraten, weil er sonst sein Gesicht verliert und wahrscheinlich stinksauer ist und sowas und so weiter. Das ist ja auch eine kompliziertere Geschichte in Japan immer. Nun denn, also hat sie gesagt, wir können auf gar keinen Fall das Hotel nehmen. Sie hat sich dann um was anderes gekümmert, total nett. Es war dann bloß so das Problem, dass wir halt von dem Kollegen abgeholt worden sind vom Flughafen. Dann hatten wir noch einen Termin beim Goethe-Institut in Tokio. Und dann sollten wir, glaube ich, es war glaube ich so, oder? Sag, wenn ich falsch liege, dass wir dann von dem Termin beim Goethe-Institut von ihm und seinem Kollegen zu dem Hotel gebracht werden sollten. Ja. Was wir ja nicht mehr bezogen haben. Und dann haben wir versucht, uns da irgendwie rauszureden, warum wir jetzt gar nicht gebracht werden müssen. Ach, wir kommen da schon selber hin und na. Wir hatten schon sogar überlegt, ob wir das so machen, dass wir so wie in so einem ganz schlechten Slapstick-Film, so Jim Carrey-Style, uns hinbringen lassen zu dem Hotel, vorne reingehen, um direkt hinten wieder rauszugehen und wegzubrennen. Ja, genau. Stimmt, das haben wir auch überlegt, aber da haben wir festgestellt, dass die Fahrzeit in den Stadtteil von Tokio
dahin und wieder zurück in den anderen Stadtteil, wo das neue Hotel war, dass es alles so lange gedauert hätte, dass es irgendwie auch dann mit dem Abendessen nicht gepasst hätte und so. Und wir hätten uns ja auch wieder abholen lassen müssen von dem falschen Hotel. Und das war irgendwie alles so, auf jeden Fall ganz schlimme Situation. Standen wir da vor dem Goethe-Institut mit unserem ganzen Geraffel, was noch bei dem im Ort lag, alle Gitarren und Koffer und. Und irgendwie ist es dann halt dann doch rausgekommen, dass dann doch, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, pass auf, Hiro, so heißt er, Hiro, wir, ganz ehrlich, wir schlafen im anderen Hotel. Wir können leider nicht in dem Hotel schlafen. Es ist wirklich toll, dass du uns da untergebracht hast, aber ich weiß nicht, ob ich da noch so eine halbe Lüge ausgedacht habe, warum wir da nicht schlafen können, dass ich gesagt habe, wir wollten noch andere Leute treffen und die sind in einem anderen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Der ist da direkt auf die dritte Seil gestiegen, der Kollege. Direkt aufs oberste Seil gestiegen. Ich habe noch nie oder selten so eine unangenehme Situation erlebt, wie die eine war, der so durchgedreht hat, uns angeschrien, die Spucke ist ihm in Metern aus dem Mund geflogen, der war hochrot, hatte, glaube ich, weiße Klamotten an dabei, deswegen hat der Kopf umso mehr geleuchtet. durchgedreht, was das denn sollte, er würde uns jetzt sofort zum Flughafen zurückbringen und wir können abhauen, das Konzert würde nicht stattfinden, das wäre das allerletzte und so weiter und so weiter und so weiter. Was ist denn da noch alles durch die Luft geflogen denn an gekränkt sein? Wie waren das denn? Ja, noch? Das war, ich sag, auf jeden Fall Ingo, so. Ingo als großer Mediator hat dann die Sache irgendwann wieder ins Lot gebracht. Der hat ja fast geheult auch. Also jetzt nicht Ingo, sondern Hiro. Ja, ja, und es war wirklich einfach, also da war überhaupt gar kein, da war fast gar kein Dazwischenkommen. Das war so sämtliche Türen, wo man noch probiert hatte, einen Fuß dazwischen zu machen, die wurden einem vor der Nase zugeknallt, sämtliche Gesprächstüren. Es war schwierig. War wirklich schwierig. Wahnsinn. Ja, aber ne, ich hab dann irgendwie die Wogen dann doch irgendwie wieder glätten können und wir haben natürlich am Ende das Konzert gespielt. Er hat es dann auch irgendwie, glaube ich, verstanden oder nachvollzogen zumindest oder wollte nicht mehr drüber reden und so weiter und so fort. Der hatte auch noch den netten Assistenten dabei gehabt, so einen jüngeren Typen. Und der ist auch komplett an der Situation zerschellt. Der hat sich noch bewegt wie so ein Dackel, der sich im Elektrozaun verheddert hat. Wobei man aber ja sagen muss, dass der Fehler eigentlich, wenn man es so sehen will, ja bei uns lag. Also wir haben halt gesellschaftliche Regeln nicht eingehalten, die man auch hätte einhalten müssen. Deswegen dieses mit dem ins Hotel rein und hinten wieder raus. Ich glaube, der Vorschlag kam ja auch von Motoko, also von der anderen Japanerin, die halt auch die Situation so eingeschätzt hat, weil sie meinte, das könnt ihr dem nicht sagen. Der kann nicht für euch ein Hotel buchen und die ganze Tour und ihr sagt dem dann, ja, wir haben kurz da und da ein anderes Hotel gebucht. Das geht einfach nicht, das macht man einfach nicht. Deswegen ist das schon auch so unser Fehler gewesen, weswegen ja auch das super war, dass Ingo dann sich bei ihm nochmal entschuldigt hat und dann so versucht hat, die ganze Situation nochmal irgendwie aufzuklären. Also mit bloßer Vernunft und ja, es macht doch viel mehr Sinn, dass das und das, das ist ja völlig egal, sondern es ging ja darum, dass wir im Umgang mit ihm einen richtigen Fehler gemacht haben. So. Aber naja, das ist halt auf jeden Fall eine interessante Erfahrung gewesen. Ja, mal gucken, ob wir mit der nächsten Platte auch nochmal rüberfliegen. Bis jetzt noch nichts geplant, aber dann mit hätte Proben, Bock. Aber... Mit Proben, ja. Und vielleicht müssen wir auch daraus lernen, dass wir mal so ein jemanden mitnehmen, der uns aus so Situationen dann auch erlöst und verteidigt oder uns hilft, weil wir waren ja wirklich nur wir fünf unterwegs, was cool war, aber wo man dann auch ganz hilflos manchmal dastand. Und das nächste Mal nehmen wir auch das heftige Hotel. Auf jeden Fall. Ja. Ich kann euch sagen, dass meine letzte Viertelstunde die ganze Zeit die Hoffnung ist, dass ich und wir alle hier den richtigen Aufnahmeknopf gedrückt haben, sodass die Spur überhaupt mitgeschnitten wurde. In diesem Sinne würde ich sagen, wir machen die Hütte jetzt hier zu, wir legen auf, wir verabschieden uns bis zur nächsten Kluftpuppe, die dann wahrscheinlich mindestens 2 Wochen auf sich warten lassen wird, weil wir ja erstmal hier jetzt Urlaubspäuschen machen und danach uns wieder treffen zum Videodreh, ist richtig, oder? Boah, das jo, ist es. Das ist richtig. Jo. Nee, zum DVD absegnen. Erstmal DVD absegnen, dann Videodreh. Ey, übrigens, jetzt vor kurzem, jetzt, also wie gesagt, jetzt ist gerade Mittwoch 25. haben wir den Trailer von der Live-DVD bekommen und bei Facebook reingestellt. Und ich muss sagen, der haut mich schon so um, dieser Live-Trailer. Das macht so einen knaller Bock, dass ich mich wirklich auch freue, jetzt wenn dann die Live-DVD ganz, ganz fertig ist, was Eike gerade meinte, das nochmal am Stück zu gucken und sich davon flashen zu lassen. Also ich glaube, da wird gut auch ansehen, da hoffe ich,
ja, ich hoffe, dass das dann wirklich so toll geworden ist, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen. Und die Menschen draußen, wenn das Ding fertig ist und dann als Beilage in der Sammelbox. Und dann gibt es noch die Auflage mit Album und DVD, wenn ich das jetzt nicht alles durcheinander bringe. Also darüber könnt ihr das Ding dann bekommen. Und ich hoffe, dass es wirklich mega geil wird und nicht nur der Trailer schon die Höhepunkte zusammengefasst hat, wie es beim Kino ist. Nun denn, wir hören uns in Belgien wieder. Bis dahin bitte alle eine Band namens Krickelvogel gründen. Dankeschön. Die Duden sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Telefon-Skype-jeder nimmt für sich auf Gruppe. Peace. Jo, peace out, Leute. Tschüss. Macht ihr. Tschüss. Tschüss.